Hallo und grüß Gott. Im zweiten Teil meines Interviews mit unserem Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Nüßlein geht es um ein brisantes Thema, das schon seit längerem medial rauf und runter diskutiert wird. Auch in unserer Region. Deutschland und der Islam. Natürlich hat auch dazu Georg Nüßlein einen Standpunkt. Meine Überleitung zu diesem Thema war eine stark vereinfachende und beabsichtigt ganz naive Frage. Grundgesetz garantiert ja Religionsfreiheit. Ja? Darauf können sich ja Muslime berufen. Ja? Jetzt, wenn ich mir anschaue, muslimisch regierte Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien, ist ja unbestritten, dass der Status der Frau nicht als gleichberechtigt zählt. Ja? Das ist aber auch ein Artikel in unserem Grundgesetz. Gleichberechtigung der Frau. Wie kann sich jemand auf einen Artikel berufen, wenn er gleichzeitig den anderen Artikel verletzt? Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich der Bundeskanzlerin damals widersprochen habe, als sie gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Aus meiner Sicht gehört der Islam so lang zum, und also der Islam, zu dem die Scharia gehört, kann nicht zu Deutschland gehören, schließt sich aus. Ja? So, also muss ich bei der Glaubensfreiheit differenzieren. Glaubensfreiheit, jawohl. Ich habe auch viele muslimische Freunde, alles kein Thema. Nur an dem Punkt, wo sich das nicht mit unserem Grundgesetz vereinbaren lässt, müssen die flexibel sein, nicht wir. Das halte ich für entscheidend, nicht wir. Wir machen da, auch unsere Gerichte im Übrigen, um dass ich jetzt Richterschelte betreiben will, wir machen da vielfach Fehler. Also wenn Sie sich ja dieses Urteil eines Oberlandesgerichts zum Thema Kinderehe erinnern, dann sind das Dinge, die verstehe ich nicht. Gut, da muss jetzt der Gesetzgeber aktiv werden, muss klarstellen, dass das aus unserer Sicht nichtig ist, das Thema. Das sind aber die Dinge, die die Menschen am Schluss irritieren. Der Islam hat eine politische Dimension, das darf man nicht verkennen, einen immanenten Herrschaftsanspruch an der Stelle. So, und jetzt wird die Geschichte spannend. Ja. Die Geschichte wird dann spannend, wo dieser Herrschaftsanspruch, ja, der bis hin in der gesteigerten Version und in der extremistischen Weise bis hin zum Gottesstaat führt, ja, dieser Herrschaftsanspruch steht in einem angelegten Konflikt zu unserer Werteordnung und unserem Grundgesetz. Und deshalb muss man da ganz klar sagen, ich hoffe und wünsche mir jedenfalls, dass der Islam eine Aufklärung durchlebt. Ja, so wie es wir auch gebraucht haben im Übrigen. Ja. Aber da sind die halt mit Verlaub noch ein Stück hinten dran. Und diese Aufklärung muss aus meiner Sicht kommen, damit der Islam wirklich auch irgendwann mal zu Deutschland gehören kann. Wenn die nicht kommt, werden wir auf lange Sicht Konfliktpotenzial haben. Und es gehört neben der Religionsfreiheit auch zur Meinungsfreiheit, dass man sowas ansprechen darf. Ich gehöre zu denen, die das offen tun. Ja, es gibt genügend Leute, die sich schon nicht trauen. Ich gehöre aber zu denen, die das offen ansprechen und sagen, es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht. Mhm. Ja, es geht auch zum Beispiel nicht, dass die Türkei diesen innertürkischen Konflikt pro und contra Erdogan bei uns hier live im Landkreis, live nach Deutschland trägt und dass er hier zusätzlich ausgetragen wird. Das halte ich für total falsch. Ja, und da ist auch wieder der Islam des Weg. Denn die staatlich alimentierten und aus der Türkei entsendenden Imame, ja, die haben natürlich einen Auftrag. Wenn ich quasi Staatsbeamter bin, ja, dann komme ich mit einem anderen Auftrag, mit einem anderen Anspruch hierher, wie wenn ich das nicht bin. Und deshalb sage ich, wir müssen ganz klar Imame ausbilden in dem Land. Die müssen auf Deutsch predigen, ich will wissen, was die erzählen. Mhm. Ja, und das kann man genauso gut auf Deutsch, wie man das auf Türkisch oder Arabisch kann. Und das macht aus meiner Sicht Sinn. Ja, und nur wir müssen es halt dann auch annehmen. Den Stier muss man bei den Hörnern packen, solange es noch Zeit ist. Und ansonsten, damit wir uns auch nicht missverstehen, habe ich hohe Achtung vor diesem Glauben, auch von der Art und Weise und Intention, wie er vielfach gelebt wird. Da könnte man eine christliche Scheibe abschneiden davon. Ja, muss man einfach so klar sagen. Aber da, wo das ganze Ding eine politische Dimension kriegt, müssen wir wachsam sein und die Grenzen ziehen. Und zwar ganz klar. Grundsätzlich ist der Glaube, das, was persönlich einen da umtreibt an der Stelle, die Religion von unserem Grundgesetz geschützt, so oder so. Nur wenn die
der andere Teil, auch bei denen, die es extrem ausleben. Nur der andere Teil, der damit verbunden ist, der Schwierigkeiten bringt, der ist nicht geschützt. Und da müssen wir stärker die Trennlinie zeigen und müssen sagen, pass mal auf, wenn Islam auch heißt, dass es in einer gemäßigten Form auch geht. Ja, warum muss ich denn dann akzeptieren, dass manche dann, nehmen wir das Beispiel der Kinderehe, dass manche das Thema von der Seite auslebt? Das ist doch falsch.